So, jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren. Gerade lecker gegessen. Ja, ich hatte Lea versprochen, sie hatte mich gefragt. Es gibt ja hier diese Damen, die die Haare so ein bisschen verzieren und machen. Mal gucken, was es da so gibt. Auf den Plakaten, die die da immer mit dabei stehen haben, was man da machen kann. Und ja, sollte natürlich nicht allzu lange dauern. Ja, hier nochmal das neue Pflaster. Das Pflaster, der Pflaster. Auf jeden Fall die Steine. Ja. Lea ist der Meinung, in dieser Richtung sitzen die Damen. Schauen wir mal, ob das doch tatsächlich so ist, ne? Jo, hier fährt man anders Fahrrad, oder? So, ich bin mal gespannt, was morgen alles aufhat. Also, wo ich auf jeden Fall hin will, ist hier, Parfümerisierer. Aber wir haben ja jetzt Sonntag, also dementsprechend ist natürlich zu, klar. Aber hier kann man schon im Ansatz sehen, was es wird. Das war, was war das? Glasbehälter, ne? Boah, schon. Ich habe gedacht, da wäre jetzt ein Unfall passiert, war aber der Glasbehälter. Jo, so, hier waren wir vorhin auch schon mit der Bank. Jetzt müssen wir außen rum, ne? Weil hier ist der Bereich, der noch, ja, noch nicht fertiggestellt ist. Das heißt, also hier ist der ganze Boden, der muss noch komplett gepflastert werden. Schauen wir mal. Gehen wir rechts, gehen wir links. Dann gehen wir nach da. Gehen wir in die Richtung. Zip. Vorbei an den Geschäften. Ich meine, das ist natürlich für die Geschäfteinhaber ist das natürlich hier blöd, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn das dann jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen attraktiver wird oder einfach mal neu gemacht wird, dann ist das, ja, zieht halt doch ein bisschen mehr an, ne? Wenn die Innenstadt dann halt noch mal ein bisschen schöner ist. Ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also schadet ja nichts. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Ob wir hier deine Tanten finden, die die Haare machen. Ja. Müssen die ja da hinten irgendwo am Strand sein. Am Strand? Ja, weil die sich da... Meistens sitzen die ja hier drin. Guck mal, das ist normalerweise da, wo die Pferde stehen. Gott sei Dank stehen da jetzt keine Pferde mehr. Also zumindest jetzt nicht in der Nebensaison. Das kann natürlich sein in der Hauptsaison. Ne? So, hier stehen die Taxis. Da werden wir morgen, werden wir uns auch eins von hier, glaube ich, nehmen. Ne? So. In die Drachenhöhle. Genau. Drachenhöhle oder eben halt von Severa oder... wo wollen wir sonst noch hin? Sakoma. Sakoma. So, Severa, Drachenhöhle oder Sakoma. Ja, eins von denen ziehen. Wir gehen doch in die Drachenhöhle, oder? Ja, schau mal. Wenn du, ja. Willst du lieber in die Drachenhöhle? Morgen. Ja. Okay. So, nachdem wir jetzt auf dem Hinweg niemanden gefunden haben, neuer Plan von Lea. Wir gehen jetzt hier an dem Strand entlang wieder zurück. In ihrer Hoffnung, dass hier dann noch jemand sitzt. Ja, du lachst aber. Also kriegt man auch Kilometer, oder? So. Ja, lass uns hier auf dieser Seite bleiben am besten. So. Ja, direkt mal filmen abends. Zwischendurch hatten wir heute mal einen relativ hohen Wellengang. Hat sie aber jetzt wieder abgeschwächt, so wie es aussieht. Ja, doch. Oh, geht. Auf die Fahrräder aufpassen. Ja. Es geht. War schon mal schlimmer. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, wir gehen jetzt mal zu diesem Spielpark, wo auch die Trampoline sind und so weiter. Weil, guck mal, hier kannst du dein Handy aufladen. Weil, jo, normalerweise, also die machen das ja hauptsächlich an den Haaren von den Kindern hier, diese speziellen Zöpfe und so weiter. Und ja, wo würde ich mich jetzt postieren? Natürlich da, wo die Kinder sind.
Und im Zweifelsfall sind die jetzt alle da. So, wir lassen uns mal überraschen, ne? Ob das tatsächlich so ist. So, jetzt sind wir hier mitten in der Sonne. Ja, das kenne ich auch. Hier fährt der Bus, fährt der Safari-Zoo-Bus ab an der Haltestelle. Ja. Tja. Ich würde sagen, sieht nicht danach aus, ne? Was ja nicht schlimm ist. Wir können ja hier durch die Innenstadt dann wieder zurück, ne? Ja. Satz mit X, das war wohl nichts. Komm rüber. Schnell, bevor ein Auto kommt. Ah, guck mal, hier sind die auch noch nicht so weit, ne? Aber die brauchen doch locker noch ein, zwei Monate. Aber locker. Oder? Hier haben Mama und ich mal gegessen. Und danach war uns so schlecht. Wir haben da Pizza, glaube ich, gegessen. Und erstmal sah die von der Form her so aus, als wenn das so eine Tiefkühlpizza wäre. Ich meine, deswegen, ne, ist jetzt wahrscheinlich gerade auch so voll, weil dann nämlich keiner mehr essen geht. Und also sah aus wie eine Tiefkühlpizza, aber anscheinend war das auch nur uralte. Guck mal, La Santa Maria hat immer noch nicht auf. Nee. Wahrscheinlich war das eine alte Pizza gewesen. Und danach hatten wir echt Fifi. So, hier am Happy Park ist auch noch nichts. Oder auch niemand zu sehen. Tjo. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gucken dann morgen nochmal. Ne? Sei denn, wir begegnen jetzt irgendwie. Aber das ist natürlich blöd, wenn jetzt nur eine da ist, weil dann hast du nämlich keine Konkurrenz. Und dann kann die ja an Preise verlangen, was sie will. Ne? Das wollen wir auch nicht. Wolltest du da rein oder so? Mal gucken, auch nicht. Wir könnten ja Airhockey spielen. Nö. Okay, dann nicht. Boah, hier ist echt noch gar nichts, ne? Nö. Also hier der gesamte Abschnitt, der hintere Teil, also noch gar nichts. Aber ich glaube, die haben ja auch vorne angefangen, ne? Mit dem Umbau. Aber bei uns am Hotel sind sie soweit durch. Jetzt hoffe ich mal wenigstens die paar Tage, die wir hier sind, dass die da hier im hinteren Abschnitt intensiver bauen, dass wir nicht so viel Lärm mitkriegen. Ich bin mal gespannt, morgen früh, ne? So, drrr, Bagger. Naja, wir werden es sehen. Hier waren wir auch schon mal in einem Hotel, da waren wir mit dir. Das ist das Hotel mit dieser Rutsche, wo du versucht hast runterzurutschen, wo das Ding irgendwie gefühlte 0,2 cm pro Stunde vorwärts ging, weil die total stumpf war. Hippocampo. Hippocampo. Ja. Naja, ich denke mal, morgen werden auch mehr hier diese ganzen Souvenirshops und so weiter aufhaben. Weil, wie gesagt, heute ist ja Sonntag. Ne? Aber morgen sind wir ja jetzt erstmal woanders da. Außer abends. Ne? Da können wir ja, je nachdem, wie viel wir am Tag gelaufen sind, können wir hier nochmal hin. Zumindest im Nahbereich. Ist ja da nicht so viel. Vögelchen. Vögelchen. Ein Pájaro de España. Eine spanische Vogel. Ja, hier sind noch kräftige Löcher offen. Hier wird noch kräftig gebastelt. Ja, in jeder Hinsicht. Bitte, was haben wir hier? Tabakko, Hippie. Ja, so zahlreiche chinesische Händler haben dann auch schon auf. Oder Händler mit chinesischer Ware. Der ist Chino. Aber auch da werden mit Sicherheit einige morgen mehr aufhaben von denen, die jetzt im Moment
hier noch zu haben. Ich müsste mal gucken, wo dieser Shop eigentlich war, wo ich früher, als wir hier waren mit Mama zusammen, immer diese Baguettes geholt haben. Aber die waren immer gut. Lecker Baguettes. Thunfisch. Mhm. Die waren echt gut. Oh shit. Wirklich lecker. Ja, 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 ja. So, wo sind wir hier? Biniamar, genau. Hier waren wir nämlich drin. Der hat noch gar nicht offen. Und da sind wir dann von da aus Baguettes holen gegangen. Ich glaube, das war... Das müsste ja der Spar gewesen sein gegenüber von uns. Ja, da auf der Terrasse haben wir dann manchmal gesessen. Ich glaube, da gab es gerade irgendeine Fußball-Weltmeisterschaft. Kann das sein? Da haben wir hier immer gesessen und haben, da lief doch Fußball an der Seite. Und drin wurde dann kräftig getanzt. Aber dann ist ja so eine Art Tanzbar oder so. So. So, und da ist unser Hotel wieder. Playa del Moro. Nicht zu verwechseln mit der Playa del Moro. Das ist nämlich dann auch an der Ostküste bei Alcudia ein Strand. Abschnitt. Ja. Hat der noch auf, der Spar-Supermarkt? Also ein bisschen was zu trinken soll man ja noch mitnehmen, ne? Nee, nö, ich nicht. Ich habe nur noch ein ganz bisschen Cola. Ja, du kannst doch auch das O2. Ach so, das O2? Ja. O2 Active Wasser? Ja. Ja, ja, gut. Oh, da ist auch so ein Shopping. Das ist so eine Art Supermarkt oder was, ne? Auf jeden Fall will ich da gleich noch rein. Mal gucken, was sie da noch so haben. Ob die eventuell Dings haben hier. Sag mal schnell. Baguettes. Was? Baguettes. Nee, Baguettes jetzt haben nicht. Wir haben ja gegessen. Ja, habe ich gesehen. Deswegen, ich meine, das wäre der auch gewesen. Nein, boah, ist denn wahr? Hier meine Dosen. Meine Dosen. Zu trinken, die meine ich. Was heißen die denn? Monster Energy, genau. Ja. So. Wir haben keine von den Damen mehr gefunden und die Haare machen. Deswegen haben wir jetzt noch ein bisschen was zu trinken geholt, ein bisschen was zu knabbern. War ein anstrengender, langer Tag. Das heißt also, wir sind auch hundemüde, weil wir sind ja auch um 1 Uhr oder sowas sind wir aufgestanden. Das heißt also, wir werden jetzt aufs Zimmer gehen und ein bisschen was knabbern und dann werden wir den Tag abschließen. So,